Hallo zusammen, hallo Freunde. Ihr kennt ja vielleicht noch mal letztes Bild mit dem Helmut, mit dem Wurm. Der ist einfach zu schwer gewesen. Ja, ich habe gesagt, der soll abnehmen, aber bringt nichts. Okay, ich werde jetzt... Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nirgends solche Ketten gefunden. Darum habe ich... Ihr seht schon, aus meinem Euroladen solche Rohrstöpsel oder wie haben wir die heißen, na, Badewanne, die Stöpsel. Und da habe ich die Kette abgemacht, sieht dann so aus, rein die Kette. Und da würde ich nochmal so was ähnliches probieren auf dem kleinen Bild, ist 30 auf 30 cm. Trotzdem muss ich sagen, ich denke mal, ich habe das Bild noch so weit gerettet. Also ich finde es trotzdem, hat einen coolen Effekt gegeben. Und so ein bisschen 3D-Effekt. Passt. Gut, aus Versuch wird man klug, heißt immer so schön. Jetzt probieren wir es einfach mal mit der Kette. Was ich auch noch ausprobieren möchte, ich habe mir hier so von Bösner Acryl, und zwar Acryl Studio, und das sind Metallic, Metallic Gelbgrün, Metallic Stahlblau, was habe ich noch, Metallic Rot und Türkis Grün Metallic. Mal schauen, wie die Farben rauskommen, bin ich auch gespannt. Die grüne habe ich von der Schweiz, von Bösner, habe ich von der Nadja bekommen. Ihr seht hier, das schimmert auch richtig metallisch. Im Gegensatz zu den anderen, die sehen eigentlich wie ganz normale Farben aus. Und so wirkt sich es eigentlich auch im Becher aus. Jetzt schauen wir einfach mal. Lass uns starten. Schauen wir, dass wir es hinbekommen. Wenn es nicht klappt, rettet wir es halt wieder. Okay, dann lass uns starten. Bis gleich. Okay, ich habe 1, 2, 3 Ketten, das dürfte auch für das kleine Bild reichen. Die Ketten sind ca. 40 cm lang. Für kleine Bilder gut, ich denke mal für große müssen wir schauen. Wir testen jetzt erstmal. Wir haben noch einen großen Becher Weiß angerührt. Und das nehme ich einfach wieder als Grundschicht. So, das müsste reichen. Oben ist wieder Kraft für die Kinder. Ich lasse das jetzt einfach mal grob über die Fläche laufen. Oder komm, ich mache es gleich ganz zu. Dann haben wir alles voll. Und der last one. So. Dann haben die Fläche alles zu, das passt. Und jetzt nehme ich einfach mal. Ich fange mit dem Türkis an. Möchte mir jetzt einfach auch wieder so Linien ziehen erstmal. Beziehungsweise ich ziehe eine Linie, eine diesmal dickere Linie auch. Okay, war nicht Absicht. Das Rot noch drüber. Und dieses Stahlblau. Auch eine interessante Farbe. Gut, jetzt haben wir eine Linie. Ich versuche es jetzt einfach mal so ähnlich wie mit dem Helmut, mit dem Wurm. Hier kann man es natürlich ein bisschen länger reinlegen.
Und jetzt ziehe ich das auch mal wieder so raus. Aber ich merke genauso, dass die Kette auch etwas schwer ist. Dann machen wir das jetzt anders. Ich habe jetzt noch weiß etwas drin. Das konnte ich mit dem Helmut nicht so machen. Ich spanne jetzt einfach die Kette, weil ich auf beiden Seiten ziehen kann. Ich merke schon, die ist auch wieder zu schwer etwas. Aber mit etwas Gefühl. Ich fange nochmal an. Funktioniert das? Und ihr bekommt dann solche Streifen rein durch diese einzelnen Glieder. Ich muss nur mal schauen, dass wirklich die Farbe abgewischt ist. So, testen wir das mal von der anderen Seite. Ja, da funktioniert es nicht so. Aber ich habe leichte rote Streifen drin. Vielleicht sollte ich mal die andere Hand nehmen. Ich bin halt Linkshänder. Also wirklich spannend, so dass es sich etwas anhebt. Okay, jetzt probiere ich einfach noch mal was. Dann lege ich die Kette einfach mal so rein. Ja, aber ihr seht hier, ein cooler Effekt, aber einfach auch etwas zu schwer. Aber ich denke mal, mit etwas Übung, das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch noch einmal, damit es wenigstens gerecht ist. Aber es gibt trotzdem einen coolen Effekt. Also die Punkte, was ihr jetzt hier wieder seht, sind ein paar Luftbläschen noch einfach. Ich habe kein Silikon rein. Schade eigentlich, manche. Diesmal habe ich gedacht, dass es funktioniert. Aber ich lasse das Bild jetzt trotzdem so. Das sieht cool aus, trotz allem. Und wenn ich jetzt noch meinen Brenner finde, war jetzt 6 Tage kurz mal weg. Ihr habt es vielleicht auch gemerkt, weil ich nicht da war, als ich kein Video gebracht habe. Musste mal entspannen. Wir haben 6 Tage kurz in Italien gewesen. Okay, aber trotz allem finde ich, es gab einen coolen Effekt. Wie gesagt, wenn man es etwas anhebt und spannt mit Übung, ansonsten ist es fast auch zu schwer. Also man darf nicht so dicke Farbe, also keine so eine dicke Schicht nehmen an Farbe. Aber ich finde, es hat was. Okay, dann war das jetzt im Prinzip eigentlich ein schnelles Video, weil ich möchte nicht mehr machen. Ihr wisst, wie ich bin. Ich mache manchmal zu viel. Ich bekomme da meinen Tunnelblick. Und dann mache ich so viel, bis es wieder, ja, kaputt ist, das Bild. Nee, das passt. Okay, ne?
zeige ich es euch gleich von daheim. Dann bis gleich. So, Freunde, jetzt von daheim. Also, man kann einen coolen Effekt durch diese Perlen, sage ich einfach mal Perlenkette, ist ja keine Perlen, aber durch diese Struktur von der Kette kann man mit ein bisschen Übung schöne Muster rausbekommen. Wie gesagt, hier nicht so stark gewesen, aber ein bisschen rot. Und hier, da habe ich ja noch den Strich gezogen. Also man kann was machen, vielleicht finde ich noch irgendwelche Plastikketten, die leichter sind, aber ich suche da eigentlich schon ewig rum. Muss man schauen, nochmal in Bastelgeschäften oder sowas, muss es doch irgendwas geben. Ja, passt. Okay, dann danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es was gebracht und hat gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.